Wir sind heute in der Gahl unterwegs, am Fuße der Seckauer Alpen. Viel Wald, Wiesen und Almen, die Heumilch hat hier Tradition. Traditionell, aber auch modern und kontrolliert ist Martina Hopf unterwegs mit ihren 22 Milchkühen. Sie setzt voll auf Heumilch. Ja, es war schon seit Generationen so, dass da einfach Heumilchwirtschaft betrieben wurde. Ich möchte es natürlich unbedingt so weiterführen, weil es einfach eine tolle Wirtschaftsweise ist. Klar strukturierter, nachhaltig, vielseitig. Im letzten Jahr hat die junge Landwirtin einen neuen Stall gebaut. Bei solchen Projekten berät die Landwirtschaftskammer Steiermark derzeit 350 Betriebe. Tierwohl ist, dass es den Tieren gut geht, dass man sieht, dass sie sich in der Umgebung wohlfühlen und auch ihre natürlichen Verhaltensweisen ausleben können. Und natürlich auch Futterhygiene, also das beginnt nachher auch eben vom Feldweg im Lager und nachher natürlich auch am Futtertisch. Das Futter bei der Heumilch muss aus 75% Raufutter, also Heu, bestehen. Silofutter darf keines verfüttert werden. Der Laufstall hier hat eine Fläche von 900 Quadratmetern für 22 Milchkühe und die Jungtiere plus Auslauf. Eine Rekordmilchmenge wird nicht angestrebt, denn mit prallen Eutern liegt es sich schlecht und Wiederkäuer verdauen im Liegen. In erster Linie habe ich auf das Tierwohl geschaut, muss ich wirklich ehrlich zugeben, mit viel Licht, Luft und einfach viel Platz für die Tiere. Saubere Liegeboxen, wie die Einstreu sein soll und in zweiter Linie natürlich auch auf die Arbeitswirtschaft, dass das für uns angenehmer wird. Tatsächlich stehe ich ein bisschen später auf und weniger zu tun natürlich ist immer viel Arbeit, aber es bezieht sich jetzt ein bisschen mehr auf Kontrollarbeiten und ist einfach nicht mehr so körperlich anstrengend. Laut AMA, der Agrarmarkt Austria, hören fast 1000 Milchbauern pro Jahr auf. Das ist ein Minus von 3,7%. Martina Hopfer sieht ihrer Zukunft als Milchbäuerin positiv entgegen.